Und ich gehe halt auch regelmäßig zu Fridays for Future. Das Deine dritte Frage? Da, wie ich quasi Gesundheit, Sport und Ernährung quasi, dass man das quasi, ich weiß halt, es gibt verschiedene Arten, also es wird ja immer gesagt so, dass man Fisch essen soll wegen den ganzen Omega-3-Fetten, obwohl das gar nicht vom Fisch soll, sondern in den Algen zum Beispiel. Und dass man dann dazu diesen Sport machen muss, um dann quasi das zu können. Also ich verstehe halt nicht ganz genau, wie man das dann quasi ausgewogen machen kann. Erstens Intervallfasten. Ich esse nur noch einmal am Tag abends, nach dem Sport. Nach dem Sport. Einmal am Tag ist das Gesündeste, das nennt man Intervallfasten nach Professor Michalsen, zum Beispiel von der Charité Berlin. Ja? Dann, ich esse ausschließlich, wenn ich vernünftig bin, wenn ich nicht gerade Frust habe und so deprimiert bin über diese traurige Welt, ja, und so und alles, dann esse ich nur Gemüse, ganz bisschen Hülsenfrüchte, Linsen und Erbsen, nichts anderes. Ich esse ganz wenig Haferflocken, ganz wenig kernige, und ich esse Obst. Aber Vorsicht, unreifes Obst ist auch nicht so gesund, und so Vorsicht mit allem. Und vor allem jetzt Formel, niemals Smoothies. Alles, was süß und flüssig ist, macht Diabetes und macht krank, macht Fettleber. Also wenn du Smoothies machst, nur grüne, nur Gemüsesmoothies, aber keine süßen. Alles, was süß ist und flüssig, Fruchtsaft, macht dich krank. Wussten wir vor einiger Zeit noch nicht. Übrigens als Tipp, wenn das jetzt in den Medien diskutiert wird, würden wir kostenlos fürs Fernsehen lauter Gesundheitsernährungssendungen machen, sodass das jeder mitkriegen würde. Es würde ständig ausgestrahlt, wie man sich gesund ernährt. So, weiter geht's. Was kann ich dir noch an Tipps geben? Gesund, ja. Ich nehme zum Beispiel von Dr. Jacobs, das ist eines unserer Mitglieder, das sogenannte DHA-EPA-Öl, denn du brauchst nicht in Wirklichkeit Omega-3. Ich nehme auch Leinöl, jeden Tag einen kleinen Schluck Leinöl und den Tropfen von diesem DHA-EPA, denn du brauchst an sich nicht Omega-3, dein Gehirn braucht DHA und EPA. Das kostet allerdings 20 Euro die Flasche, das ist schon teuer. Ja, aber wenn nicht, dann wenigstens Leinöl. Und Walnüsse haben viel Omega-3, ab und zu Paranüsse, also Nüsse, ja? Nüsse, und ich vergesse jetzt tausend Sachen.